Hier sitzt ein junger Mann mit seiner Maus. Aber mit der falschen. Der, der hier fremd geht, heißt Giovanni und er ist eigentlich mit ihr, Janaina, verheiratet. Für den Moment hat er Janaina durch Anja ersetzt. Aber keine Angst, Janaina weiß Bescheid, denn die drei sind alle unsere Lockvögel. Und hier am nächsten Tisch ist Platz für unsere Opfer. Drei ahnungslose Männer aus München, die das Treiben am Nebentisch gar nicht übersehen können. So sprühen da die Funken. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Entschuldigung, Sie könnten Sie ein Bild von uns machen? Bitte? Schatz. Bells will ring, ding-a-ling-a-ling. Hübsche Freundin, oder? Ja. Muss ich nur noch meine Frau erklären. Du musst aber aufpassen, ne? Deine Frau, die guckt da nicht. Nein, du bist wahnsinnig. Oh. Die hat so viel Vertrauen. So, ich rufe kurz mal meinen Mann an. Mal schauen, wo er ist, mit wem er unterwegs ist. Und dass wir uns bald häufiger sehen. Oh, Scheiße. Jetzt muss ich kurz ruhig sein. Ich muss kurz ruhig sein, meine Frau ruft an. Schatz? Hallo, Schatz. Hey, alles gut? Alles gut, bei dir? Alles gut, ich sitze hier gerade mit dem... Wo bist du? Ich sitze gerade hier mit Manfred, mit meinem Gitarristen. Manfred? Mit dem Gitarristen hier aus München. Also du bist nicht mit einer Frau unterwegs, ne Schatz? Nein, ich bin noch mit keiner Frau unterwegs, wer sagt denn sowas? Nein, Gottes Willen. Ich gebe dir Manfred kurz, der kann kurz... Ja, lass mich mit Manfred reden, ja. Hallo, grüß Gott. Ja, hi Manfred, hier ist Janaina, ja, mein Name ist Manfred, ja. Ja, ich mache Musik, aber jetzt haben wir Pause, ne? Also. Ja, hallo, ich bin der Manfred, grüß Gott. Ja, hi Manfred, hier ist Janaina, hallo. Sorry, ich möchte euch gar nicht stören, aber ich habe gedacht, wenn mein Mann schon mit seinem Gitarrist zusammen sitzt, dann sage ich auch hallo, gell? Aber sag mal, Manfred, ganz ehrlich, hier unter uns jetzt, ist irgendwelche Frau da bei Giovanni oder sowas? Nee. Oh, okay. Das ist gut zu hören. Dankeschön. Ich hatte so ein schlechtes Gefühl. Aber ja, ich bin ganz in der Nähe beim Friseur. Ich bin jetzt fertig. Dann sag mal, ich komme kurz vorbei. Okay? Ja, bis ciao. Gleich dann. Ciao. Alles klar. Okay, ciao. Ja. Dankeschön. Das war ganz, ganz gut. Ach, Mensch. Wir Männer müssen zusammenhalten. Wenn man jemand aus der Patsche helfen kann, dann tut man es doch. Aber sie hat gesagt, sie ist beim Friseur in der Nähe, kommt vorbei, möchte vorbeikommen. Mist, was soll ich machen jetzt? Mist, was soll ich machen? Sie hat gemeint, sie ist gleich da. Die ist um die Ecke. Ja, dann geh. Geh rüber. Echt, setz dich rüber. Was soll ich machen? Was soll ich machen jetzt? Die ist schon in der Nähe, hat sie gesagt. Der kann doch nicht einfach da hinsitzen. Shit. Alles gut? Ja, alles schön. Manfred? Ja, hallo. Hallo. Ich bin Janaina. Hi, freut mich. Magst du kurz dazu setzen? Ja, gerne. Darf ich? Ich hoffe, ich störe dich. Ja, aber ich war ganz in der Nähe. Jetzt? Ja. Weil ich ganz in der Nähe bin, dann komme ich einfach vorbei und sage hallo. Okay. Wir sind gerade mitten. Wo kennt ihr euch her? Naja, wir haben uns mal. Ich spiele Gitarre, ja? Ja, ja. Irgendwann hat er mich angequatscht, ja? Und der ist ein super Gitarrist. Hammer. Schatz, ist das nicht deine Jacke? Ja, ich hab die da hingehängt. Aber warum hast du deine Jacke da? Bei der Frau. Das ist auch dein Handy. Ja. Das ist Anja, das ist die Freundin von mir. Ja, Amiga, ja. Aber warum sitzt die da? Da war vorher viele Leute da. War vorher, was sie voll bis heute Morgen war. Das ist alles modern heute. Und mein Schatz hat mit dem Telefon. Hi, Anja, hi, ich bin Janaina, hallo. Ich hab die Sachen da gehabt, weil ich saß hier. Ne, Schatz. Vielleicht seid ihr jetzt schon zusammen. Wie lange? Zwei, drei Monate wieder. Ja, drei Monate. Aber ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ewig. In- und auswendig. Aber ich habe selbst, aber es ist halt noch so. Wie lange seid ihr zusammen? Verheiratet sind wir jetzt zwei Monate. Zwei Monate, morgen vor zwei Monaten. Das ist Glückwunsch. Danke. Wie schön. Mann. Ja, wir Männer, oder? Wir Männer sind so. Nein. Manfred ist ein super Sänger.
Der macht auch meine ganzen Background-Gesänge. Und wie er singt. Oh nein. Aber nun, Anna, Manfred, jetzt musst du mal singen. Ich muss es hören. Bitte, sing mal was. Nein, Manfred, nein. Sing mal was. Nein. Bitte. Was meint ihr, wie der jodeln kann? Nein. Unglaublich. Echt jetzt? Aber komm, dann mach das. Also, ich will das hören. Bitte, Schatz. Bitte. Aber das wäre so schön. Na komm. Bitte, das Beste. Azuro, bitte. Ja, da, da, Azuro. Komm, sing mal. Schatz, Wie alt ist euer Kind? Unser Kind ist 4 Monate alt. Echt? Ja. Soll ich euch mal was verraten? Was denn? Wir überlegen auch, dass wir jetzt eins kaufen. Nein, wir wünschen euch auch. Wir diskutieren schon so lange über den Namen. Oh Mann, Manfred. Ab wann wollt ihr loslegen? Das ist ein Baby. Ich sieb nicht schneller, ich sag langsam. Also jetzt wird's immer langsam. Habt ihr schon so einen Wunschnamen? Hast du schon einen Namen? Nee. Ja, alles außer Manfred. Habt ihr irgendeine Lieblingsbeschäftigung, was ihr gern macht? Das sagen wir nicht. Oh ja, nicht schlecht. Das sagen wir auch nicht, Schatz. Ne? Das verraten wir auch nicht. Nicht schlecht. Ja, und mir ist er halt aufgefallen, das ist so ein richtiger italienischer Casanova. Das ist der Hammer. Ja, der ist schon deshalb. Ja, das ist lustig. Ich finde das ganz lustig. Schatz. Aber weißt du, wenn die so verliebt sind, ja, dann können wir sie eigentlich Samstag einladen zu dir. Ja, das ist was. Manfred, weißt du, wir wollen euch einladen, mit uns zu einer Show kommen. Wir haben so tolle Karten. 4 Karten, VIP-Karten, Samstag 20.15 Uhr. Aber du musst mit Daniel kommen, dass wir so einen schönen Abend machen. Weißt du was? Das ist Samstagabend, wir haben 4 Karten. Das kommt im Fernsehen. Kennst du, verstehen Sie Spaß? Ach, ja, ich guck mal. Ja. Oh. Verstehst du?